es keinen Schlafsack gibt, einfach so. So, ich will nicht schlafen. Ich verbinde das halt nämlich. Mit dem Stromkabel. Was musst du, also was willst du denn machen? Erklär's mir mal. Lagersystem nochmal gucken. Verbinden. Das Panel mit was verbinden? Mit dem Lager. Mit dem Controller. Ja. Du willst dann gucken, dass das was in den Barrels drin ist, was da drin ist. Bist du auf dem Bauserver? Ja. Okay, hätte ich jetzt meine Singleplayer nicht welt starten müssen, weil sind die Details gebaut. Okay. Weil da teste ich ja auch mal viel rum, da sind ja auch noch einige Dinge wieder. Multiplayer baust, aber ich komme mal rüber. Ja, ich will halt testen, ob du halt an die Connel, sage ich jetzt schon, an die Hopper das an verbinden kannst oder ob du direkt den Controller anbinden musst. Über das TP, ne? Slash TP, Flash to CentOS, ne? Also. Nein. Will ich nicht. Ich bin aber Ich habe jetzt da. nur keine Ahnung mit dem Strom. Der will halt nur nicht wegen dem Strom verbinden machen. Das hast du jetzt mit was verbunden? Mit dem Bevel. Ne, ich habe unten halt erstmal mit dem Ja. Tor Controller. Mit dem Dual Controller hast du es verbunden. Okay. Das ist schon richtig. Ich flieg mal nach oben. Jetzt geht ab. Ob halt nur das geht oder ob das auch mit den Hopper das geht. Ich guck jetzt mal. Bin jetzt hin. Ich bin einfach da, wo ich das Loch geschlagen habe, einfach nach oben geflogen. Dann noch ein Loch eingeschlagen. Also wir brauchen, wenn ein Dual-Controller. Ein Dual-Controller, wenn du das damit verbinden willst. Vielleicht. Was sind das? Barrels, ne? Storage Doors sind Okay. das. Hab ich den nicht. Ja, ist ja nur Dwarf. Dann brauchen wir ein Panel. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Okay, wir ändern ja gucken. Wo ist denn bei Ender-Arrow das Panel? Bin ich Also ich blind? hätte es dann Item. Switch Fluid. In der Conduit. Ach, verwirrend alles. Da das Panel. Das brauchen wir. Energie. Energy Ender Conduit 640. Nehme ich die. Wir schaffen erstmal eine unendliche Stromquelle. Ja, ist klar offline, weil ist ja normal. Aber der verbindet halt nicht. Das ist halt, was ich meine damit.
Genau die, Mann. Ja, da hast du ja jetzt verbunden, aber da kriegst du ja keinen Strom. Ja, warte doch. Mach doch mal hier Janisches kaputt. Komisch. Aber das tut es ja nicht mit dem direkt verbinden, oder? Almost remote access to Viva remote. Komisch. Ich vermute mal. Do your job, and now. Das ist aber schon komisch, warum der keine Power kriegt. Keine Ahnung gerade. Buffer ist es. So ein bisschen so durchgucken. What we serve? Obsidian in der Sacramental Paint Machine. Void Chest. Die habe ich vorher auch gesucht, die Void Chest. Warum ist er denn offline? Fraglich, das ist Kackatz. Ich könnte höchstens was probieren und das wäre dann das. Wegzunehmen einmal. Poisoning. Wie viel passt denn hier rein? Bestimmt so ein Endlich oder so. Energy-Kabel, keine Ahnung. Ich glaube, ein bisschen überfragt, ob ich die brauche dafür. Dann wäre. Item wäre sowieso, ist klar. Item. Okay. Was denn? Minecraft ist dann abgekackt. Warum?
nicht auf meinen Item geklickt habe. Auf was? Root Bucket. Auf was für Bucket? Auf Fluid Bucket. Was ist ein Fluid Bucket? Bucket Dings verwendet. Fluid. Ganz übertragen reicht. Ist immer noch offline. So ein bisschen arschig. Was muss ich denn noch machen? Ich muss ja beim Googlen. Geht das? Das ist ja natürlich auch ein bisschen heftig. Ja, geht. Macht er, wenn er den nicht sondert. Erkennt er das? Ja, funktioniert. Ja. Funktioniert. Brauche, so wie ich mir das eben schon gesagt habe, brauche ich die Flüssigkeit dafür. Ja. Ist jetzt nur fraglich. Was mich jetzt dann wundert, ist dann. Gut, einsortieren wäre dann wie über die Chest, ne? Jetzt schließt er das ja ein. Was macht er jetzt, wenn er will return? Weil die Return Area geht nicht dann. Schmeißt er nämlich nicht rein. Und das ist das große Problem. Das heißt, wenn wir was über die Return Area wiedergeben wollen, kann er das nicht. Außer er kann es über den Back machen, also auch noch nicht. Gucken, ob er das ohne Care muss. Insert. Insert, kann er das ohne? Noch nicht in der Return Area. Ich jetzt. Nee. Always active. So, jetzt sind drei Stück drin, ne? Ah, ne, jetzt sagt er drei Stück. So, keiner ist hier drin. Jetzt geht er über die Return Area. Ja. Backt aber nur ein bisschen rum, ne? Ich
Hast du das jetzt gemacht? Ich kann testen. Hast du ohne Flüssigkeit gemacht? Mit dem Tank. Im Tank. Ach, hast du reingekippt oder was? Fühlt auch so rein. Frage ist, weil ich bin zu blöd, weil mir funktioniert es nicht. Was denn? Er backt aber rum. Ich habe 16 Schneebälle reingeworfen. Da sind aber nur 4 drin irgendwann. Irgendwo kriegt er da noch.